Herzlich willkommen zum dritten und somit letzten Handyvideo dieses Roadtrips. Wir befinden uns gerade tatsächlich auf einer Pyramide. Erkennen kann man es von der Perspektive auf jeden Fall. Da oben ist die Spitze und so weit sind wir oben. Ich traue mich nicht, wirklich mein Handy rüber zu halten. Das habe ich gerade eben schon für eine riskante Aufnahme gemacht. Aber riskant ist es auch, hier zu stehen, weil unter uns befindet sich eine Glasscheibe, wo du komplett durchgucken kannst. Und ich zeige es einmal. Stefan steht fast drauf, der traut sich nicht so ganz. Hier rutscht man dann erstmal runter. Und wo rutscht man denn hin? Wo sind wir? Wir sind gerade in Memphis, Tennessee. Und was man hier an Gewässer erblickt, ist der sagenumwobene Mississippi. Willst du mal hin? Hör auf, Mann! Das ist ganz verrückt, ganz dicht hier. Das ist also eine ganz schöne Höhe. Ich meine, ich bin eigentlich schwindelfrei, aber wenn sowas kommt, wo man sich nicht festhalten kann und so eine Höhe hat, dann muss ich sagen, kriege ich auch wackelige Knie. Und das war eben der Fall bei der Hüpferei. Boah, das kann ich auch nicht sehen, wenn einer sein Handy darüber hält. Was biegt sich? Ich sag's jetzt nicht nochmal. Er ist hier lang gelaufen, hat sich erschrocken und meinte, das biegt sich hier. Hier habe ich das Gefühl, wo ich hier lang gegangen bin. Ich denke mal, das biegt sich, weil man hier verschiedene Materialien hat, worauf man steht. Einmal Glasplatte und einmal dieses aluminiumbeschichtete Dings hier. Auf jeden Fall sieht es sehr cool aus, wenn man hier lang läuft und dann mit dem Schatten. Es sieht so aus, als würde man irgendwie schweben. Hui. Pass auf, Stefan. Lass mich in Ruhe jetzt schon. Ja, da der Eintritt kostenfrei war, können wir auch eigentlich wieder runter, oder? Der war nicht kostenfrei. Wir haben $8 pro Person bezahlt. Und der Preis geht völlig in Ordnung, muss ich mal sagen. Für so eine tolle Aussicht sind $8 echt geschenkt. Also sozusagen kostenlos, wie du schon gesagt hast. Ja. Ist es nicht gefährlich bei den schwitzigen Händen? Ja, ist es. Und darum bin ich auch höchst konzentriert bei dieser Aufgabe, die ich mir heute gestellt habe, hier gute Aufnahmen zu machen. Ich bin froh, dass diese Handyvlogs bald zu Ende sind. Habe ich nämlich dreimal ausgehalten, mich hier vor der Kamera bloßstellen und verarschen zu lassen. Und das auch in meinem hochverdienten Urlaub. So, die Aufnahmen sind gemacht, alles fertig, also weg damit. $0.50 oder sowas. Wir haben kein Kleingeld. Wir haben eine dicke Scheine. Haben das ist ein Dollar oder was soll das sein hier? Das Kleingeld muss ich mal sagen, das kennen wir noch gar nicht, aber das hier kenne ich. Unser ganzes Hab und Gut. Das kennen wir sehr bekannt vor hier, dieser. Das ist der amerikanische Euro. Richtig. Der ist was ganz Seltenes in diesem Land. Also immer gut bei sich behalten. So selten, dass man nicht mehr damit bezahlen kann. Richtig. Wer kann mir jetzt sagen, was das für ein Geldstück ist hier? $1, oder? Was ist das? Nee. Da steht... warte. Dreh mal um. Das ist ein Quarter Dollar. Ein Quarter. Also brauche ich 2 davon, um hier schießen zu können. Denn 2 Quarter sind ein halbes und ein halber Dollar sind 50 Cent. Ist das eine? Und wieder habt ihr alle was gelernt. Kann alle beruhigen, die Tiere, die sich hier befinden, sind alle nicht echt. Das Steak gab es davor. Richtig. Geht das denn hier, Mann? Oh. Bin ich dafür echt zu blöde? Ja, scheint so. So, jeder, der in den USA war, muss auch mal ein Gewehr in der Hand gehalten haben, ne? So, was sieht man jetzt denn mal hier? Auf dem Biber. Da, auf dem in der Kiste. Das Gewehr muss schief sein. Haben wir den hier. Was für ein Scheiß. Mal 22 Shots habe ich noch. Noch nie einmal getroffen. Kann doch nicht wahr sein.
Hast du es drauf? Jetzt nochmal den Biber. Getroffen habe ich, aber der macht nichts. Der Biber schläft. Der ist schon tot. Hier, das stinkt hier. Wie? Nein, habe ich nicht tun. Jetzt ist angemacht. Jetzt ist angemacht. Das lief noch, ne? Lief noch. Na gut. Machen wir nochmal. Ich glaube, die amerikanischen Kids können das besser. Was haben wir vorhin gelernt? 25 sind 50, Quarter, Quarter, halber Dollar, 50 Cent. Ja, Stefan hat irgendwas gefunden und mit seinen alten Augen kann er den Preis nicht finden. Ne? Was ist denn das Ganze? Men, no shirt, no service. Ladies, no shirt, free drinks. Du kranke Schwein. 9,99 Dollar. Ist nicht so teuer, oder? Kann man mitnehmen nach Deutschland. Ja, für oberkörperfreie Frauen lohnt sich das, oder? Manchmal ja. Kannst du dir ein paar Snacks kaufen für heute Abend im Hotel. Und das hier unterscheidet Deutschland von Amerika. Da gibt es weniger Spaß in Deutschland, nicht? Ja, hier hat man Spaß. Nein, im Ernst, hier kann man die Dinge einfach so kaufen. Unglaublich eigentlich. Da gibt es sogar automatische Waffen da hinten, habe ich gesehen. Hier ist das nun mal so. Hier ist das nun mal so, ja. Wir wollten immer schon mal für unser Wohnzimmer, im Ernst jetzt, wollten wir sowas mal haben. Nicht so groß, aber hier, leider passt es nicht ins Handgepäck, würde ich sagen. Also, wir haben doch schon Simone, das reicht doch schon. Habe ich nicht gesagt, zum Glück. Aber gedacht. Ich bin da raus. Was ich denke, geht keinem was an. Voll. Mit Zielfernrohr. Der Löwe, der in Berlin entlaufen ist, ist gefunden. Hier ist er. Der ist in Amerika. Also wer wirklich glaubt, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass ein Löwe mit einem Wildschwein verwechselt wird. Also entweder der Typ, der das gemeldet hat, war total besoffen, oder aber die Behörden haben es jetzt vertuscht, dass echt irgendwo ein Löwe ausgelaufen ist, ausgerissen ist. Das hat mit dem Wildschwein nichts zu tun, Löwe. Wie kann man sich das so vergucken? Bist du jetzt zum Querdenker? Nein, aber ich denke logisch. So, schon einige Stunden im Motel eingecheckt und ja, der Mann ist jetzt und lässt den Abend ausklingen. Ja, erstmal mit einem Caesar Salad. Habe ich zum ersten Mal mir jetzt geholt. Schmeckt auch sehr gut. Ja, ist natürlich gerade sehr schön hier vor so einem Motel zu sitzen. Aber unser Auto steht da. Hier ist unser Zimmer. Man setzt sich hier vor, genießt den Abend. Hab sogar ein Bier, und zwar ein Bier. Gebraut in Memphis. Fireside Amber Ale. Ja, so ist das. In Tennessee abends. Ein neuer Tag. Wir fahren schon wieder mit dem Auto rum. Es ist noch früh am Morgen, noch nichts gefrühstückt. Trotzdem wollten Stefan und ich mal eine neue Drohnenaufnahme machen, was wir auch gerade machen, nur weil Stefan gerade nicht, wo die Drohne ist. Nee. Also sie ist schon in der Luft. Sie ist in der Luft, ja. Man hört sie nur ein bisschen, ne? Ja, vielleicht ein bisschen tiefer fliegen. Keine Ahnung. Irgendwo am Ufer, vielleicht ist sie auch genau über uns. Sonst kann man das nicht an dem Haus da hinten. Hier bekommst du gerade tiefer. Jetzt wird es aber laut werden, glaube ich. Ja, sind wir endlich mal drin in so einem Saloon. Lucky Bastard Saloon. Ja, es gibt, weil man ja Auto fahren muss, ein Lightbier. Und bei Johnny hat gleich zwei Getränke bekommen. Gleich zweimal Cola. Was macht das Parken? Teuer, 24 Dollar.
Na, für 4 Stunden geht das. 4 Stunden? 3 Stunden. Ja. Oh. Hier ist wieder die Klimaanlage. Lass uns mal kurz in Ruhe. Ja, das Parken zieht hier ab. Du hast das Parkhaus ausgesucht. Front wheel seat. Wir sind ganz sicher. So. Jetzt heißt das erstmal wieder Auto finden. Wir haben es mir nicht gemerkt, wo das Auto steht. Oh, das ist mir warm. So. We pay? Okay, Ben. I guess in the first... Come on, let me help you out. You can wait right here, my man. Der hat da seinen Spaß und ich muss hier in der Hitze warten. Na, neue Freunde gefunden? Ja, netter Service. Steig ein. So, neues Ziel eingegeben, eine Mall. In 15 Minuten sind wir da. Gespannt, Stefan? Ja, mal sehen, was du für eine Mall ausgesucht hast. Du bist ja schon zu Shopping Queen geworden. Wieso fahren die eigentlich hier mit ihrem Roller auf der Straße? Weil es Amis sind. Ja, weil sie es können. Deren Straße, nicht unsere. Eben. Was wird es in Deutschland nicht geben? Guck jetzt mal an, jetzt hält den ganzen Verkehr auf hinter uns. Nur weil die mit ihrem Roller da lang cruisen. Aber insgesamt hier vom Verkehr, hier sind Sachen, die würde es in Deutschland, die würden niemals so funktionieren. Also insgesamt mit dem Stopp, das Stoppschildsystem hier ist sehr, sehr cool. Ja. Und zwar immer, wer zuerst am Stoppschild stand, darf fahren, oder? Ja, genau. Wenn dann eine Kreuzung ist, da haben alle... Ohne Ampel. Alle ohne Ampel, 4 Stoppschilder und dann geht es der Reihenfolge nach. Wenn man einmal gestoppt ist und dann an der Reihe ist, fährt man los. Ein bisschen verständigen miteinander, mit Blickkontakt. Total super, man muss niemals warten lange, maximal ein paar Sekunden. Das ist echt sowas Geniales. Rechts und, nee, nur rechts, oder? Oder links abbiegen darf man eigentlich auch fast immer, es sei, also an der roten Ampel, genau. An der roten Ampel, es sei denn, es ist ausgeschildert, man darf es nicht. Also der Verkehr hier ist sowas von geil mit Überholen und alles, wie das hier geregelt ist. Super, leider gibt es das in Deutschland so nicht, aber da stimmt doch einiges nicht. Darum ist ja auch Deutschland das Land der Staus, sag ich mal, und des nervigen Fahrens, für mich jedenfalls. Hier ist das alles locker. Wir haben auch schon Stau gehabt, sicherlich. Das war auch ein bisschen nervig, als wir mal, weißt du noch, die 19 Minuten im Stau standen. Aber das ging auch eigentlich relativ gut. Ja, aber da standen ja auch alle im Stau. Also das ist, ja gut. Es geht, eigentlich geht es besser. Auch mit dem Überholen von links und rechts, dass man überholen darf auf der Interstate oder auf dem Highway, finde ich eine total gute Regelung. Dann gibt es keine Behinderungen. Wir sind da. Ja, ich weiß. Ich bin selbst hingefahren. Schon wieder eine Parkgarage. Aber es sind noch genug Parkplätze frei, wie man sieht. Ja, merkt ihr mal, wo unser Auto steht dann. So, einmal Sonnenbrille absetzen, das ist mal ganz wichtig. Was fotografierst du da? Damit ich nicht das passiert, was eben passiert ist, damit wir unser Auto wiederfinden. Level 3D Süd. Geht doch. Und wie gefällt dir die Mall? Nicht besonders, ehrlich gesagt. Warum? Ja, diese ganzen Nobelmarken brauche ich nicht. Ja, das ist der Grund. Ich will ja ein bisschen was gucken, wo ich auch Bock habe, was zu kaufen vielleicht. Aber ich hoffe nicht hier, weil ich kenne die ganzen Marken alle gar nicht. Das kenne ich auch nicht. Wie kannst du sie dann als Nobel bewerten? Weil ich die Namen schon mal gehört habe, mir sie jetzt mal gerade nicht einfallen. Schon was gefunden, wo wir jetzt einmal komplett durchgelaufen sind? Nö. Das sind alles Marken, die übersteigen meinen Geldbeutel und meine Lust, irgendwie Geld auszugeben. Meinetwegen können wir jetzt die Mall wieder verlassen und unseren Roadtrip fortsetzen. Ja. Haben wir was gekauft? Normalerweise stand da drauf Monster. Einer kostet $3.20, glaube ich. Und wenn man zwei kauft, gibt es sie für 5. Aber. Darf man beim Fahren nichts trinken? An der Kasse meinte dann die Dame, das gilt nur für eine bestimmte Monstersorte, nicht für die, die ich gekauft habe. Und ich war so nett und habe dann trotzdem beide genommen. Egal. So, weiter geht's in Richtung Knoxville. Aber mal testen, wie das Zeug hier schmeckt. Was habe ich denn hier schon? Juice Monster, Energy and Juice. Oh. Mal sehen. Erfrischend. Schön kalt. So. Weiter geht's. Ja, ich sitze hier und schneide diesen Vlog.
Stefan lächelt mich an, ich merke, irgendwas stimmt nicht. Sitzheizung hat angemacht. Ja, anstatt die ganze Zeit auf der Interstate geradeaus zu fahren, dachten wir uns, ja, hier soll es einen Damm geben. Und wir haben uns ja bei unserem ersten Roadtrip den Hoover Dam angeguckt und war sehr interessant. Jetzt haben wir noch einen Damm gefunden. Problem ist, die Straße ist gesperrt. Der Damm ist keine 5 Meter hoch. Ich glaube, ja, da hinten schon, aber... Ich glaube, der Damm ist halt nicht zum Besichtigen da. Warum schreiben die das dann mit so einem braunen Schild an der Straße hin? Mit Look. Overlook. Falsch gefahren sind wir ja wohl nicht. Normalerweise hätte die Straße auf sein müssen. Oder vielleicht hat er heute geschlossen. Kann auch sein. Ja, wie man sieht. Und wir sind jetzt eine halbe Stunde durch die Walachei gefahren dafür. Nur du bist gefahren. Ich habe mich fahren lassen. Ja. Ja, ein neuer Tag und ja, es geht langsam auf die Frühstückssuche. Aber hoffen wir mal, dass es nicht so ausartet wie im letzten Handyvlog. Das hoffe ich auch. Aber erstmal wieder zum State Park, oder? Wollen wir jetzt erstmal frühstücken? So, der State Park kam vor dem Frühstück, obwohl wir ein kleines Croissant gegessen haben. Aber es war aber kein Frühstück. Jetzt laufen wir hier unsere Wanderung in Tennessee bei noch moderaten Temperaturen. Ich habe schon Handtuch dabei zum Schweiß abwischen. Wofür ist es wirklich? Dieser State Park beinhaltet einige Wasserfälle angeblich und um dahin zu gelangen, muss man, wie ich gelesen habe, einen kleinen Weg durchs Wasser gehen. Eigentlich soll man Wasserschuhe dafür kaufen oder sind empfohlen, weil die Steine rutschig sein können. Kriegen wir auch ohne Wasserschuhe hin, glaube ich. Und sonst haben wir Pech gehabt. Dafür ist das Handtuch, um die Füße dann nachher wieder abzutrocknen, wenn man sie wieder in die Socken und Schuhe über diese Spinnweben. Ist ja widerlich. Natur. Ich höre schon mal was, aber ich sehe noch nichts. Der Tourguide hat versagt, würde ich mal sagen. Wieso, du hast die Karte, wieso stehen wir hier vor einem blinden Ende, sag ich mal? Du hast die Karte. Ja, ja, versehen. Mir nach. Ja, hübsch. So, was ist passiert? Der Stefan wollte sich mal an den Zaun anlehnen. Ja, tut mir sehr leid. Kann mal passieren. Eigentlich bist du der Tourguide und nicht ich, ne? So, Base of Waterfall. Was hat das mit der Gabel zu tun? Keine Ahnung. Wir werden sehen. Da gibt es noch was zu essen, endlich mal. So, der Stefan zeigt relativ viel Freude, hier gleich durch das Wasser zu laufen. Nicht wahr? Auf jeden Fall ist Schuhe ausziehen angesagt, weil da können wir nicht mal eben so durchgehen. Mit Schuhen. Ja. Ey, wie kann man so doof sein? Es tut weh, auf diesen Stein zu laufen und mit den Socken, es tut vielleicht nicht ganz so doll weh. Nasse Socken sind das Schlimmste überhaupt. Die Socken kann ich wegschmeißen, die Socken sind nichts wert. Nein, ich meine, es ist einfach ein ekelhaftes Gefühl. Nö, das ist gar nicht schlimm. Ja. Bah. Also so habe ich mir meinen Urlaub nicht vorgestellt. Er schon. Ja, es ist ein bisschen rutschig, ein bisschen sehr rutschig hier. Also ich glaube, es wäre doch eigentlich ganz schlau gewesen, wenn man sich das Ganze hier angucken will, sich diese komischen Wasserschuhe zu kaufen. Es ist wirklich wie, als würde man auf so einen eingeseiften Boden laufen. Es ist so verdammt rutschig. Ja, ich habe mir jetzt auch Socken angezogen. Ich finde es immer noch lächerlich, mit Socken hier rumzulaufen. Also nicht hier rumzulaufen, aber mit den Socken hier rumzulaufen, mit denen man wieder aufsteigen muss. Ja, hab ich ja wieder mal recht gehabt. Keiner, weil es ist trotzdem eine... Es geht, mit Socken geht es einfach super. Du musst einfach links halten, dass das Ufer kommt. Du wirst durch den ganzen ja, ist doch voll cool. Fluss hier durchlaufen. Ja, ist voll cool, komm. Manchmal ist es immer noch so ein bisschen rutschig. Ja, wie gefällt es dir? Ja, mir gefällt es gut. Weiter geht's. Der Wasserfall ist noch ein ganzes Stück da hinten. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Und in deinem Tempo, was du hier vorlegst, sind wir in 2 Tagen noch nicht da. Deshalb war ich auch vor dir hier drüben. Weil du meinen Rad mit den Socken angenommen hast. Sonst wärst du noch da hinten irgendwo.
Es ist so ziemlich das ekelhafteste Gefühl, mit nassen Socken über so einen Wanderweg hier zu latschen. Wasserfall gefunden. Wir sind angekommen, es hat sich gelohnt. Natürlich nicht. Frisches Wasser. Besser geht's nicht. So, zurück zum Auto. Einfach Schlangen hier. Ja, wir sind da. Hat sich richtig gelohnt. Der Weg war ein bisschen beschwerlich am Ende, muss ich mal sagen, durch die vielen scharfen kleinen Steinchen. Aber jeder Schritt war es wert. Das ist der beste Wasserfall, den ich mein ganzes Leben gesehen habe. Und ich war schon mal im Yosemite Nationalpark. Da gab es halt den Brightless Fall, einen richtig großen Wasserfall. Aber dieser hier ist schön, also durch die ganzen Treppen, die da mit Wasser benetzt werden. Sieht einfach richtig wunderschön aus. So, es hat sich wirklich gelohnt. Es war sehr, sehr schön. Boah. So, jetzt geht der anstrengende Weg wieder zurück. Ja, also wird hart werden, weil wir auch nach oben laufen müssen wieder. Hier ist eine Emergency-Route für eine Evakuierung. Und das Schild haben wir oben auch gesehen und dann würden wir uns einigen Weg sparen. Und was ist da in die Überlegung gekommen bei dir, Stefan? Ob man nicht eventuell Ärger bekommen könnte, wenn man jetzt einfach geht. Und die sieht sehr steil aus, aber ich glaube, wir sparen uns mindestens eine halbe Stunde Weg. Und wir müssen nicht mehr durchs Wasser. Wir testen das mal an, oder? Ja. Da oben ist ein Schild, Area is closed und das sieht noch nicht so aus, als ob es da weitergeht. Also müssen wir durchs Wasser. Na toll. Gut, dass wir noch nicht so weit da oben gegangen sind. So, naja. Langsam. Es kommt zu dir. Mach deinen Fuß weg, Junge, bist du bescheuert. Es kommt zu dir. Das weiß nicht, Mann. Nee, aber zickt. Ja, der frühe Vogel fängt den Wurm, sagt man ja. Wenn ich sehe, was jetzt hier an Leuten hier langkommt, kann ich froh sein, dass wir schon hinter uns haben und dass wir die Einsamkeit genießen konnten. Was? Warum freust du dich darauf, ein neues T-Shirt anzuziehen? Ja, warum wohl? Weil ich meine andere Farbe haben möchte, weil die Farbe mich langweilt. Oder hat da jemand sein T-Shirt vollgeschwitzt? Dumme Frage. Weiter geht's hier nach oben. Oh ja, der hat sein T-Shirt vollgeschwitzt. Boah. This way. Also ich fand den Aufstieg gar nicht so schlimm. Ist auch noch gar nicht fertig. Der Aufstieg schon. Nö. Ja, es ist halt geradeaus durch den Wald laufen, aber... Wir sind fast am Parking, Leute. Nur weil da ein Schild steht, dass es da auf den Parkplatz geht, heißt noch lange nicht, dass wir am Parkplatz sind. Nee, aber wenn man noch ein junges, gutes Gedächtnis und Gehirn hat... Riecht nach diesem Cannabis-Scheiß. Liegt daran, dass so viele Touristen hier wahrscheinlich gerade uns entgegenkamen. Also Scheiß ist es meiner Meinung nach gar nicht. Auf jeden Fall Themawechsel. Was das Ganze nur etwas schlimmer macht, ist die Vorstellung, wie lecker jetzt ein Dave's Triple bei Wendy's schmecken würde. Den wir heute nicht essen werden, da wir gestern da erst waren. Heute suchen wir mal eine Kette aus, die wir noch nicht so gut kennen. Wir sehen, wir sehen. Der Chef hat gesprochen, hau. Der Häuptling hat gesprochen, hau. Welcher Chef? Ach übrigens, wenn du hier hau sagst, wie ein Indianerhäuptling, dann kann sich doch gar nicht über Cannabis beschweren. Was haben die wohl mit ihrer Friedenspfeife geraucht? Schon kein Cannabis. Muss ich mal mit indianischer Kultur auseinandersetzen, mein lieber Freund. Hier kann man doch Indianer sagen in diesem Land. Hier kann man das. Indianer. Ja, und die betiteln sich ja selbst auch als Indianer. Und richtig. Dann, und in Deutschland muss man ja auch was anderes sagen. Irgendwelche Ureinwohner, so ein Quatsch. In Deutschland bist du ja schon Nazi, wenn du eine deutsche Flagge irgendwo hinhängst. Hier siehst du in Amerika, du siehst nur amerikanische Flaggen. Aber politisch werden wir jetzt nicht. Wir bleiben lieber neutral, aber insgesamt, Indianer, ist das völliger Quatsch, das hier nicht sagen zu sollen. Weil ich meine, im Endeffekt, wir haben schon welche gesehen und die verkaufen auch Sachen unter dem Namen Indien Krimskrams, keine Ahnung. Wir bleiben heute erstmal naturverbunden. So, T-Shirt neu, Socken neu, ein völlig neues Lebensgefühl. Ja, aber es war toll. Erster Bissen von diesem Burger und ich find's gar nicht mehr schlimm, nicht bei Wendy's zu sein. Wo sind wir denn? Bei Hardee's. Waren wir noch nie, also wir noch nie. Ich war früher schon mal hier. Und muss sagen, mein Monster-Burger hier schmeckt vorzüglich. Also Burger machen können die in den USA, glaube ich, überall, außer bei McDonald's. Da sind die nicht so besonders. Aber echt klasse.
So, wir haben eine weitere Zeitzone durchquert und es ist jetzt dadurch 15 Uhr. Eigentlich wäre es 14 Uhr, jetzt ist aber 15 Uhr und wir haben auch schon ein Motel gebucht. Ich habe ein Motel gebucht, das richtig heftig reduziert war. Also für uns, weil wir haben irgendwie so einen Levelaufstieg bei Booking.com bekommen und jetzt bekommen wir oftmals richtig heftige Preise. In 4,8 Meilen. Da kann es ja eigentlich nur gut werden. Mit Dreifrichtung-Leistgabe. Ja, einfach raufkommen. Hattest du gesagt, es muss gut werden? Ja. Werden wir sehen. Mein lieber Freund, Renovation. Bis 6 Uhr ein ohrenbetäubender Lärm in der Lobby. Pressluftbohrer. Active. Bis 6 Uhr. Dann ist Ruhe, hoffentlich. Fotostudio Deluxe, was ist das denn? Ja, wir haben uns das mal angeguckt und vor uns waren wohl Leute, die genauso aussahen wie wir. Also das war da in dieser Ablage drin. Also die Ähnlichkeit ist verblüffend. Und teilweise der Gute und der Schlechte. Obwohl, sie haben Spaß, ist cool. Die haben auch so einen guten Stil wie wir. Das finde ich auch. Seit einigen Tagen sind wir aus Texas raus, aber Stefan kriegt nie genug von Texas und deshalb sind wir jetzt bei einem Texas Roadhouse, was da vorne ist. Du wolltest ja zum Olive Garden italienisch essen in Amerika. Ja, ganz einfach, weil italienisch einfach geil ist und ich glaube, da kann mir jeder zustimmen. Italienische Pizza, geil. Dann geht man zum Pizza Hut und nicht in... Du gehst mit mir auch deutsch essen. Hamburger. Hamburger kommen aus Hamburg. Ja, auch wenn du Scheiß. Das Essen ist da. Und schmeckt. Rippchen mit Ofenkartoffeln und Cheese-Pommes. Einfach geil. Nächster Tag, nächster Nationalpark und zwar der Great Smoky Mountains Nationalpark. Und wir haben bis jetzt noch nichts gemacht, aber Stefan und ich sind positiv überrascht, wie gut dieser Park hier läuft. Also Stefan kann ja mal ein bisschen was über das Parken erzählen. Also der Eintritt in den Park kostet schon mal nichts. Man kann so ein Daily Parking Ticket kaufen, wenn man irgendwo anhalten möchte. Dann kann man das tun, wenn man so ein Parking Ticket hat. Haben wir, aber bisher, wie hier ist auch gerade, alle Parkplätze voll. Was kommt jetzt? Ich würde empfehlen, mal das Auto zu verlassen und das mal so vom Rand des Flusses zu erleben. Sieht nämlich toll aus, wenn man da steht. Aber so kann ich doch auch alles erleben, durchs Autodach. Die Beine brauche ich nur, wenn wir irgendwie einen Trail langlaufen. Weiter geht's. Energie für den Tag. Was soll denn das? So, ich habe gerade ein paar Bilder für Stefan von ihm gemacht. Ja, und? Wie gefallen dir die Bilder? Ja, gut wahrscheinlich. Haben wir nicht angeguckt. Soll ich die angucken jetzt oder was? Ja. So eins zum Beispiel. Das war's auch schon. Das waren sie wohl. Wunderschön. Ja, hier wird davor gewarnt, dass man hier seine Hotdogs, Fried Chicken, Potato Chips und alles liegen lässt, weil sonst die Bären angelockt werden können, weil die es auch alles kennen und mögen. Wir haben weder Hotdogs, wir haben auch kein Fried Chicken und auch keine Potato Chips, wir haben nämlich gar nichts. Wir haben wieder mal nicht daran gedacht, was zu essen mitzunehmen. Man kann auch ahnen, dass es hier so gute Picnic Areas gibt. Immerhin habe ich hier meinen Drink, immerhin etwas. Wasserfälle haben wir ja nicht gesehen, weil er vollgeparkt war von den ganzen Ablöchern. Wir vermissen Simone zwar nicht so sehr, aber wir freuen uns, ihre Verwandtschaft kennenzulernen. Ja, von dem Onkel kriegst du aber hier einen großen Ärger, wenn du dich mit dem anlegst. Du. Oh, das war mal. Da kann ich ja schon mal sagen. Fahr mal lieber weiter. Ja. Ja, verrecke. Guck mal, an der hier ist doch noch was frei. Wer hätte das gedacht? Das Müllerslust. Das war mitsingen. Dann ist das Müllerslust.
das Wandern. Oha, einfach Frank Rosin. Ja. So, Stefan, können wir wieder runter und Burger essen? Nein, noch nicht. Ich glaube, das wird kühlen hier durch den Wasserfall, der hier runter geht. Außerdem bin ich nicht den ganzen Weg gelaufen, um gleich wieder umzukehren. Ich glaube, zu essen. Das war höchstwahrscheinlich Bärenscheiße. Ja. Bei mir sieht es aber auch nicht anders aus, von der Portion her. Portion her. Ja, bei den Mengen, die er hier in den USA verspeist, wäre das kein Wunder. Der Hunger war so groß, dass ich ganz vergessen habe, die Burger zu filmen. Wieder unterwegs. Augen muss ich ein bisschen zusammenkneifen wegen der Sonne, die mein Gesicht scheint. Und ja, ich glaube, das ist schon direkt das Highlight des Tages. Ich zeige es einmal. Also, man hat hier wirklich eine geniale Aussicht. Wir sind hier im Mount Mitchell State Park. So sieht das Ganze hier aus. Und das Lustige ist, diese Empfehlung haben wir heute beim Frühstücken bekommen. Weil man kommt ja in Amerika hier immer in so nette Gesprächen mit den Amis und ja, da haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und zufälligerweise konnten die selber ein wenig Deutsch. Also der Sohn war mal 5 Jahre auf eine deutsche Schule gegangen hier in Amerika. Ja, wir haben ja so viele Tipps bekommen und wir haben auch erfahren, dass unser Urlaub eigentlich noch ein paar Wochen hätte länger gehen können, weil es hier noch so viele Sachen gibt. Wir müssen also nochmal wiederkommen irgendwie in diese Gegend. Also das war eigentlich nur so ein Notziel, North Carolina, wo wir jetzt sind. Und das war so wunderschön, die Fahrt hier rauf auf diesem Parkway, wie der genau hieß, weiß ich nicht mehr. Eine fantastische Straße durch die Berge. Wir haben sogar einen kleinen Bären gesehen. Ja, wollte ich gerade sagen. Wir haben ja gestern Bärenscheiße gesehen, jetzt haben wir einen Berg gesehen, einen kleinen. Oh, richtig. Und jetzt genießen wir die Aussicht hier. Das ist echt der Hammer. Hier wird ein fettes Steak gegessen. Ja, ja, und ich versuch's gerade. Das Video ist zu Ende. Genauso wie für die Tierleiche auf dem Teller. Also beende das Video. Also, schade, dass es kein Geschmacksvideo gibt. Wenn das einer wüsste, wie lecker das schmeckt. Wir sind hier im Longhorn. Das Video wird zu lang, beende schnell. Achso, ja, tschüss. Mein Essig wird kalt. Bis zum nächsten Mal. Die anderen Vlogs, die normalen Vlogs, kommen dann später. Das waren jetzt 3 Vlogs von John zum Thema Amerika. Wir fliegen übermorgen nach Hause. Das war das Ende des Urlaubs sozusagen im Video. Guten Appetit und tschüss, bis zum nächsten Mal.